Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM auf klassisch im Iron Man Modus. Wir haben die letzte Mission dieses DLCs quasi vor uns, der die Geschichte um Annette. Entschuldigung, der die Geschichte um Annette, den komischen Exile-Typen von vor 40 Folgen und so weiter beendet. Und der die dritte Mission von dreien bildet. Und die habe ich noch nie gemacht. Und anscheinend geht's jetzt in die Alpen, wo irgendwie noch andere Leute gefangen sind. Und ich habe mal dieses Team zusammengestellt. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ein Neuling ist dabei. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal hatte, den guten Manuel Nido. Er hat 90 Erfahrungspunkte. Ich muss ihn schon mal eingesetzt haben, wenn das nicht der Standardwert ist. Ich check das mal eben. Ja, es scheint der Standardwert zu sein. Dann habe ich ihn wirklich noch nie benutzt. Dann willkommen im Team. Und ich hoffe, der Rest ist stark genug, dass wir einen Neuling mit durch die Mission holen können. Und dass wir das schaffen. Ich weiß nur, dass da irgendwas wieder mit dem Zeitlimit ist. Also wir sollten nicht zu lange rumfacken, aber ich bin zuversichtlich einfach mal. Transporter ist eingetroffen. Soweit ich weiß, kann... sterben die Leute zumindest nicht, wenn da das Zeitlimit weg ist. Also ich hoffe es einfach mal. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Sehr komplexe Besprechung, Central. Strike One muss sich dem Schiff mit äußerster Vorsicht nähern. Laut Annette befinden sich die restlichen Gefangenen in Stasis-Kammern. Doch die Aliens könnten jederzeit das Lebenserhaltungssystem abschalten. Das System verfügt über eine Steuerkonsole. Wenn wir die zerstören können, haben wir eine Chance, diese Leute zu retten. Ziel wurde aktualisiert. Okay, wir müssen diese komische Steuerkonsole finden. Und so schnell wie möglich ausradieren. Also erstmal, die Map sieht wieder Hammer aus, ist mal wieder was völlig anderes. Gibt es auch wirklich nur für diese eine Mission. Also sie haben sich richtig Mühe gegeben mit den DLC-Missionen. Weil die wirklich jeweils eigene Maps haben. Und ich weiß nicht, ob ich vorstürmen sollte, weil ich habe jetzt keinen Scharfschützen dabei. Das ist eine Sache. Boah, die Musik, ey. Die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, ich versuche mal mit Mike mich irgendwo zu verstecken, aber wir sind... Was ist das für eine Musik, Alter? Hier sind einfach keine hohen Coverstellen. Da hinten, na, was will ich da? Die Aliens sind doch bestimmt hier vorne irgendwo, ne? Scheiße, mit wem gehe ich hier zuerst ran? Ich nehme einfach mal Reese, der Held, ein hier ist aus. Rücke aus. Ah ja, hier ist ein Raumschiff, genau, da wollen wir rein. Das davor ist mehr so Geplänkel. Dann nehme ich jetzt mal Draken, der kann mich am weitesten laufen. Oh, hallo, dünne Männer. Die sollten wir doch platt machen können, wenn die nicht so weit weg wären. Wenn die nicht so weit weg wären, ja. Also die können wir wegblasten. Die müssen wir nur einmal treffen, dann sind die tot. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, obwohl noch haben wir kein Zeitlimit, ne? Weil das kommt, glaube ich, irgendwann. Da sitzt der eine dünne Mann. Habe ich ihn flankiert, wenn ich mit Maike hier zur Seite gehe? Stimmt nicht, ne? Ja, ist ein bisschen risikoreich hier alles. Aber ich glaube, ich bringe Manuel Nido mal in Deckung. Der Junge soll nicht so schnell sterben. Dann bringen wir unseren Feldpostenmeister in Position.
Und ich hole Maike einfach mal ran hier. Die werden ja nicht gleich das Auto in die Luft jagen. Als Rückendeckung. Begebe mich auf Position. Und Mau Mau ist mal übrigens wieder da, wie ihr gesehen habt. Habe ich lange nicht mehr dabei gehabt. Die den dicken Orden an der Brust trägt, der uns hier einen ordentlichen Bonus geben dürfte. Ich meine, ich könnte feuern, aber... Will ich es machen? 78%. Ach komm. Jawoll! Ach, Draken, ey. Das ist... Das erwarte ich von meinem Sniper. Ich habe zwar keinen Sniper bei, aber immer einen Sniper-Mac. Und den Rest setzen wir mal auf Feldposten. Reese könnte ich mal noch ein bisschen in Deckung setzen, ne? Ich mach mich auf. Ich muss ihn ja nicht völlig auf den Präsentierteller hinlegen. Verdammt. Die Aliens sind ihnen auf die Schliche gekommen, Strike One. Dieses Geräusch kommt von der Konsole. Schnell. Sie müssen sie finden, bevor die Aliens die Gefangenen exekutieren. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir müssen so ein bisschen Gas geben. Und die Draken gerade ausgewichen ist, obwohl er nur da gestanden hat. Das war auch wieder meisterhaft. Naja, der eine macht jetzt einen Feldpostenschuss, das habe ich erwartet. Und er trifft nicht. Mann, wir haben echt Glück gerade. Dass wir nicht getroffen wurden bisher. Aber jetzt sehen wir, wo die Leute stehen. So, Timcat, du kommst nicht so weit ran, ne? Ah, der eine hat keine Deckung, kann das sein? Nee, der sitzt wirklich ohne Deckung da. Das heißt, wenn wir nah genug rankommen mit jemandem. Begebe mich auf Position. Dann könnte das mit dem Zielbonus was werden. Ja, 90%. Ah, jetzt zieht er den anderen. Ah, das ist auch okay. Nutzen wir mal unser Plasmagewehr. Genau, lösen noch einen kleinen Kampfrausch aus. Und stürmen so ein bisschen vor. Weil wir müssen vorstürmen. Ah, die Plasmagewehre machen sich jetzt schon bezahlt. So ein 15% Zielbonus ist schon echt gut. So, Maike hat 99%, das gefällt mir. Auch Reese werde ich mal vorbringen. Weil wir haben jetzt nur noch 12 Runden. Wir müssen die Leute retten. Und Mau Mau kommt auch mit daher. Und auch Manuel Nino. Also dünne Männer, wenn wir die treffen, sind die tot. Egal was wir machen. Das ist. Da könnte man fast sogar überlegen, die Pistole zu nehmen. Hier mit Maike zum Beispiel, verursacht bis zu 5 Schaden. Und das waren 5. Weil da brauchen wir echt keine Munition verdonnern. Für die dünnen Männer. So, wir müssen da rein. Ich weiß nicht, wie weit wir da rein müssen. Ah, das sieht nach einem relativen, nach einer Standardstruktur aus. Das heißt, es geht da hoch und da hinten ist schon der Mittelraum. Ich rechne fast damit, dass da schon unser Ziel ist. Halten wir es an. Wir go. Wir ziehen jetzt einfach mal alle ran hier. Nur Mau Mau werde ich ein bisschen hinten halten. Damit ich auch ein paar Mal auf Feldposten setzen kann. Maike auch. Schnell mal die Waffe wechseln. Ich kümmere mich drum. Und dann gucken wir mal. Alien-Verstärkung im Anrücken, Commander. Kommt, Jungs, das schaffen wir. Ah, der ist ganz schön weit weg. Sieht ihn einer? Leider nicht. Leider nicht. Ah, das ist ein Job für Maike. Weil die dem Feld... Oh doch, Reese hat ihn im Visier. Leider nur 49%. 89% aber mit der Pistole. Wir könnten auch mit Maike rangehen, ne? Aber wir können es auch mit Reese probieren, weil dann ist der tot, wenn er trifft.
bestätigt. Wunderbar. Принято. Weiter vorstürmen. Ich weiß nicht, wie schnell ich wirklich stürmen muss, aber ich gebe am Anfang lieber mal ein bisschen mehr Gas, solange eh nur so ein paar schwache Aliens sich uns in den Weg stellen. Поехали. Bestätige. Maike lasse ich jetzt mal vorpreschen, die sich bald mal unsichtbar machen kann. Verstanden, Commander. Also bisher relativ straightforward, die Mission. Ja, passt du. Wir müssen uns halt nur beeilen. Verstanden, ich halte die Augen offen. Hier ist внимание. Commander, Feindkräfte dringen in das Einsatzgebiet vor. Okay, der muss sterben, aber er ist gut gelandet. Feuer frei, Jungs und Mädels. Geil! Geil! Und jeder hat getroffen, einfach nur jeder, glaube ich. Hammer. Das ist sehr gut, dass so ein Typ gar nicht erst großartig auf der Map stehen bleibt, diese dummen Berserker. Werde ich mal ein bisschen chilliger sein, nicht ganz so weit vorrennen. Hallo! Okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Anscheinend sind die Entführten noch am Leben, aber wir sind noch nicht aus dem Schneider. Wir müssen sie noch da rausholen. Laut Annettes Beschreibung muss das die Steuerkonsole sein. Wenn wir die Entführten retten wollen, müssen wir da entweder hin und sie deaktivieren, oder wir müssen sie mit Sprengladungen zerstören. Alles klar, das schaffen wir. Wir müssen jetzt so aufpassen, dass Draken jetzt nicht zerfleischt wird. Weil das sonst ein bisschen blöde ist, ja. So, Timcat wird gleich mal eine Rauchgranatenunterstützung machen. Maike geht einfach mal mit dran da. Die können sie nicht beide töten. Wir können auch eigentlich gar keinen von denen töten, aber. Oh Scheiße, wer sitzt denn da unten? Seht ihr das? Holy shit, die haben uns nicht bemerkt. Aber Maike kann einen töten, wie es aussieht. Und ich werde jetzt mal nicht die Pistole nehmen, sondern auf Nummer sicher gehen. Was? Das waren 90%! 90! Ja, that's XCOM, baby, I know, but... was? Ich hasse das, wenn das passiert. Wir müssen aufpassen, die andere Truppe jetzt nicht zu triggern. Drücke aus. Aber warte mal, kann... eine Rakete da rein... Kannst du eine Rakete da rein donnern? Wisst ihr, was es heißen würde, wenn das jetzt klappt? Das würde bedeuten, dass Manuel einfach mal drei Typen mit einer Rakete ausschaltet. Ich leg's mal drauf an. Weil das wäre zu geil. Glückwunsch zu seinen ersten Kills. Und zwar drei auf einmal. Haha, sehr gut. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem da oben. Aber das lösen wir mal mit ein bisschen Rauch. Boah, die riesige Giftwolke da an der Seite. Es wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen würden hier. Weil die können zwar Schaden machen, aber Maike und Draken haben so viel Lebensenergie. Und ich werde jetzt mal noch auf Feldposten gehen, da hält er auch noch einen Schuss mehr aus. Dann ist er nämlich deutlich schwerer Kommande. Zu treffen. Wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Oh nein, die hauen ab. Na, trifft er? Yes, daneben. Genau das war mein Ziel. Noch mehr dünne Männer. Oh oh. Na, können wir mitleben. So, er kann zweimal schießen, ne? Draken, kannst du zweimal schießen, wenn du stehst? Ich check das nochmal eben. Wir müssen da aber langsam rein jetzt. Nee. Wir müssen da wirklich rein. Wo ist denn Reese? Der muss mal mitkommen jetzt hier. Könnte sich natürlich auch von der anderen Seite mit anschleichen, ne? Aber Manuel Nido, das hast du super gemacht. Wirklich.
Aber wir müssen welche töten, sonst haben wir hier bald wirklich Probleme. Ich schick Draken da jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Kriegt da wahrscheinlich was ab. Oh ne, alles gut bisher. Erstmal den dünnen Mann da weg. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los gerade? Also wir haben jetzt genug hochprozentige Schüsse daneben gehauen. Es reicht. Es reicht wirklich. Maike, du hast eine 79% Chance oder zwei 64er. Komm, setz einen davon. Komm, setz den nächsten. Sehr schön. Immerhin einer weniger. Ah, scheiße, ich habe mich verklickt. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich schick mal Manuel Nido, schicke ich ihn von der anderen Seite ran. Ich schicke ihn mal mit zu Reese. Ein bisschen aufteilen. Timcat lasse ich auch mal mitrennen. Weil der kann auch von der Seite reinflanken. Also noch nehme ich die Mission relativ leicht, muss ich sagen. Ich muss aufpassen. Das kann ganz schnell sich drehen. Und Mau Mau geht auch mal hier mit. Wo läuft sie denn jetzt lang? Meine Fresse. Noch spektakulärer. Ja, der wird jetzt ihn verletzen. Und zwar so richtig. Alles okay, Draken. Entspann dich. Der wird jetzt runterkommen. Wir müssen langsam das Gerät da abschalten, sonst haben wir ein Problem. Oh oh. Okay. Aber jetzt haben wir die ganze Truppe hier. Jetzt geht's ab. Pass auf. Weil jetzt kommt nämlich Reese. Erstmal die Waffe wechseln. Dann Sturm und Schuss. Und dann gucken wir mal, was der hier so anrichten kann. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Kann sein, dass er jetzt in den Feldposten reinrennt. Ja, ja. Holy shit. An seinem Hals vorbei. Ich habe heute aber auch ein Schwein. Aber das habe ich jetzt auch in Kauf genommen. Also, ich war jetzt mal nicht blöd. Jetzt sehen wir wenigstens, was hier abgeht. Das ist schon mal ganz gut. So, Timcat. Könnte es hier irgendwo in Deckung gehen, ne? Das ist ein bisschen schlecht. Und hier scheint es zu brennen. Aber ich glaube, hier kann ich dich hinschicken. Begebe mich auf Position. Kommt jetzt noch ein Feldpostenschuss? Oh, verdammt. Also wenn wir die Mission nicht schaffen, bei dem Glück, was wir haben. Weil dünne Männer sind eigentlich zielsicher. Also das ist schon... Hat Timcat noch ein Cover? Ja. Weil dann stirbt der jetzt erstmal. Was erstmal direkt wie ein Kampfrausch auslöst. So, dann haben wir Reese. Nur bis zu 7 Schaden ist ganz schön wenig. Wollen wir lieber einen dünnen Mann ausschalten? Hm, das ist die Frage. Ich glaube, wir brauchen Mau Maus Hilfe. Wo sitzt denn der andere Typ da? Direkt da? Ja, ich sehe gerade echt wenig, weil hier viel zu viele Symbole zu sehen sind. Ah, ich will Mau Mau eigentlich nicht an die Front schicken. Nimm mal erstmal Maike mit raus, würde ich sagen. Oh, der Giftnebel ist überall. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass hier gleich jemand vergiftet wird. Versuchen wir erstmal den Berserker zu killen hier. Wunderbar. Das ist ein Anfang. Geil. Das ist so geil. Der Typ kommt jetzt natürlich eigentlich auf Maike zugerannt, ne? Und hat dadurch nochmal... Und hat dadurch nochmal ihre Fähigkeit ausgelöst, dass sie ein drittes Mal schießt. Sehr cool. So, weil dann können wir jetzt... Ne, wir können ihn nicht schlagen. Er steht anscheinend immer noch nicht nah genug dran, aber wir können ihn killen. Okay. Weil der kann wirklich schnell Schaden machen. Und Draken hat immer noch, ist immer noch dran. Das heißt, er kann wirklich stehen und schießen. Also wir müssen darüber, unbedingt.
Ja, aber ich muss Mauma mit an die Front nehmen, so ein bisschen. Leider steht Herr Nido zu weit weg. Okay. Alles, das schaffst du schon, Mauma. Du machst keinen Scheiß jetzt hier. Du killst jetzt. Das macht zwar eine Giftwolke, aber der muss weg. Ja, jetzt ist. Oder? Ist Mike immun? Ja, Mike ist immun und Ragnar sowieso, weil er ein Mech ist. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir noch den guten Manuel hier hochholen. Damit er im Notfall eine Granate da einfach rüberwerfen kann. Und Reese darf immer noch schießen. Das heißt, goodbye, Mister. Es läuft wie am Schnürchen, muss ich sagen. Commander, Sprengladungen gegen diese Konsole einzusetzen, ist eine todsichere Methode, sie ein für alle Mal außer Gefecht zu setzen. Ja, aber anscheinend haben wir mal eben die Mission getoppt. Und ich glaube, man kriegt mehr Loot, wenn man hier nichts sprengt, sondern das Ding einfach ausschaltet. Aber ich wette, in dem Raum dahinter ist irgendwas. Da wette ich fast meinen Arsch drauf. Daher schleiche ich mich mal mit Maike an. Die endlich mal ihre mimetische Haut jetzt einsetzen kann. Okay, sieht erstmal ruhig aus. Dann mal alles schön positionieren. Alles schön nachladen. Und dann haben wir das gleich. Scheint wirklich nicht zu sein, aber wir können sie ausschalten. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Sensoren zeigen keinerlei Aktivität der Apparatur mehr an. Es ist ihnen anscheinend gelungen, die Exekutionssequenz zu stoppen. Obwohl die Chancen schlecht standen, haben wir die Sache über die Bühne gebracht. Die drei restlichen Gefangenen wurden gerettet und mit etwas Glück haben wir ein paar neue Rekruten für XCOM gewonnen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt schon vorbei ist. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber ihr habt klasse Arbeit geleistet und es waren hauptsächlich dünne Männer, die wir einfach nur weggepustet haben. Krass. Super, Leute. Damit kriegen wir jetzt, glaube ich, 3 neue Rekruten als Soldaten. Und ein Achievement, weil ich die Mission noch nie gemacht habe. Wunderbar. Hätte ich gar nicht so krass stürmen müssen, aber... Schlecht war es jetzt auch nicht. Ich freue mich, dass unsere Truppen die Aliens ohne Zögern auslöschen. Ich hätte wohl kein Mitleid erwarten sollen. Ja, das war der erste Einsatz von Manuel. 3 Kills direkt mal. Wunderschön. Leider kein Level up. Und jetzt haben wir ordentlich Loot bekommen, weil wir halt nichts in die Luft gejagt haben. Ich glaube, sonst kriegt man weniger Flugcomputer oder so. Und nochmal 100 Credits dafür, dass wir einen Ratseinsatz gemacht haben. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Möglicherweise sind wir endlich den Beweggründen für Annettes Gefangennahme auf der Spur. Und die sind sehr beunruhigend, um es vorsichtig auszudrücken. Es sieht danach aus, als ob Annette und ihre Mitgefangenen die Gabe hätten, die psionischen Fähigkeiten anderer Lebewesen zu verstärken. Das ermöglicht den Aliens, Gedankenkontrolle über mehrere Opfer gleichzeitig auszuüben. Leider hat der Stress, dem sie ausgesetzt war, als sie zum Angriff auf XCOM missbraucht wurde, erhebliche Schäden an ihrem Nervengewebe verursacht. Sie wird diese Gabe daher nie mehr gezielt einsetzen können, auch wenn ihr vielleicht ein Rest an psionischer Fähigkeit bleiben wird. Wäre ja auch leicht overpowered. Und ich guck mal. Ja, wir haben 3 neue Soldaten. Oh, haben die einen hohen Rang? Oh, Halleluja. Ja, haben sie. Also, was heißt hoher Rang? Doch, Lieutenant ist schon. Und da wir ja nur noch Herr Ungemach als Truppsicht-Sniper haben, bauen wir uns mal einen neuen zusammen. Der so richtig abgehen kann. Zielsicherheit 84. Ich überlege gerade, ob das für den Grad gut ist. Es ist okay. Aber ich gebe ihm mal echt guter Boden. Und noch den Gefechtsscanner. Es sind ja 3 Soldaten. Einen Namen habe ich schon, den ich vergeben kann.
wenn eine Soldatin dabei ist. Na, man kann, glaube ich, das noch anpassen im Notfall. Ein neuer Support-Soldat. Eigentlich haben wir genug Sunnies mittlerweile. Wir können ja noch einen neuen Kampf-Sunny. Obwohl 79 Zielsicherheit ist jetzt nicht so gut. Na, dann machen wir lieber einen normalen Sunny, der im Notfall einspringen kann. Ist auch eine Soldatin dabei? Ja, tatsächlich. Ja, für die habe ich schon Namen. Aber für die anderen beiden Soldaten, falls euch irgendwas einfällt, ich weiß, ihr, die das hier guckt, ihr seid da schon mit dabei. Aber falls euch irgendwie eine Idee kommt, was wir mit denen machen könnten, wäre ich offen für Vorschläge, weil es hat sich jetzt keiner weiter gemeldet. Ich habe im Grunde alles schon eingebaut, soweit. Aber die brauchen noch Namen. Und es könnte durchaus sein, dass wir die brauchen, weil wir haben echt ganz schön Verlust hingenommen am Anfang. Ja, für Fatima habe ich schon einen Namen. Da habe ich schon eine Idee. Ja, können wir eigentlich jetzt noch was machen? Forschung läuft, das Plasmagewehr läuft. Satelliten sind alle oben. Verdeckte Operation. Ja, die letzte Exalt-Mission steht an. Danach können wir das Hauptquartier endgültig in Erdboden gleich machen. Das wird auch nochmal so richtig episch, weil die uns so lange genervt haben. War jetzt noch irgendwas mit Bauen? Ja, es dauert alles noch. Dann können wir nur drehen. Ja, der Spion ist zur Abholung bereit. Das heißt, die letzte einfache Exalt-Mission, da werde ich bestimmt auch nochmal einen Neuling mitnehmen, weil das... Weil Exalt wird jetzt nicht mehr stärker. Die bleiben auch bei Lasergewehren, die gehen nicht zu Plasma über irgendwann oder so. Ich darf es natürlich nicht unterschätzen, den Fehler habe ich einmal gemacht, das darf ich nicht nochmal wieder tun. Aber wir sind mittlerweile wirklich stärker und wir werden die noch einmal aushebeln. Und dann können wir auch schon ihr Hauptquartier in die Erde stampfen, denn dann wissen wir, wo es ist. Und das können wir dann auch direkt angreifen. Also es könnte schon sein, dass die übernächste Mission ist, dass wir die von der Erde wischen und wir dann endgültig uns nur noch der Alien-Bedrohung widmen können. Und dann nähern wir uns wirklich so langsam dem Ende. Ich sag schon seit Monaten, wenn ich nur eine Folge pro Monat mache, ist auch kein Wunder. Shame on me. Aber wir schaffen es, Leute. Dieses Let's Play, was mir echt riesig Spaß macht, was jetzt schon eins meiner absoluten Lieblingsprojekte ever geworden ist, geht voran und wir haben gute Chancen, es erfolgreich abzuschließen. Was bei dem Spiel hier nicht gegeben ist, schon gar nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Es gibt ja ein schlechtes Ende, ne? Aber das wollen wir nicht. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play XCOM auf klassisch im Ironman-Modus. Hau da rein! Gefangenen wurden gerettet und mit etwas Glück haben wir ein paar neue Regeln.